is trying to give an answer to the megalomania of this time. The null means freedom and independence. We are playing with the system of the star classification from the hospitality, and we try to create a new form and definition of luxury. Das ist jetzt sozusagen der ambulante Springbrunnen. Wir haben uns gedacht, dass hier gleich neben der Rezeption die Dusche mehr sein muss als nur eine Dusche. Und deshalb kam mir auf die Idee, dass man hier im Hotel, gleich beim Check-in, ein sogenanntes plätschendes Wassergeräusch installiert, was eigentlich normalerweise immer in diesem Wellness-Hotel ganz typisch ist. The real highlight of the Nuschen Hotel is the second check-in. It's a special option for guests who like a little bit more adventure. And the situation is quite strange because the guest walks through the garden and suddenly he can ring on a small bell. And in this situation, the modern bottler came through the tunnel. Guten Abend, Herr Kräuter. Ja, hallo, grüß Gott. Wie geht's Ihnen? Sehr gut, sehr gut. And takes the guest with the baggage through the tunnel directly into the hotel. This is the virtual window of the Nullstern. Here in the bunker we don't have a window, so we have thought that we build this window by this old TV, and there you see the cable. This is the cable from a live cam on the top of the roof, and then they give the image from outside into the bunker, and you see the landscape of the Alpstein. The guest can have always the information from outside. He can see the weather, is it sunny, is it rainy, is it day or night. So underline, it's just a contact to the outside world. In the Nullstern Hotel, you have different points which you have to solve by the wheel of fate. For example, when we are 14 guests and we have only two douches, there is a big problem because which guests can take the shower as the first. The most important thing is that we try to put bad situations into good positions. The wheel of fate, that's sure, it gives fun and atmosphere. The guests, they met each other very fast, in an unusual way, and we are also very lucky because if we would have not the problem here in the bunker, we would not have this happening. We have single and double rooms, but without walls. That means the guests are together and they have a special kind of relation. And I think this is one point in our concept that we try to build unusual communities. And this is one form of luxury. Ich habe super geschlafen, es war echt ruhig. Die Betten waren top.
Und das Beste war natürlich das Second Entry. Also über einen Lüftungsschacht ins Hotel zu kommen, hat man nicht oft, sage ich mal. Aber ich glaube, das macht auch das Null-Sterne-Hotel aus. Also ich hatte eine gute Nacht im Bunker und für jeden, der sich früher als junger Mensch in Jugendherbergen wohlgefühlt hat und dem das enge Aufeinanderschlafen nichts ausmacht, kann ich das definitiv weiterempfehlen. Und ich würde es selber auch wieder machen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ich habe sehr gut geschlafen. Ich habe auch total gut geschlafen. Zwar ein bisschen wenig, aber es war sehr angenehm. Ich habe mich gefühlt, als ob ich auf einer Insel schlafe. Genau, in so einem Meer aus vielen Betten. Hatte ich so für mich meine Insel zum Schlafen.